Hallihallo, mein Name ist Christian Henze und ich zeige Ihnen heute zwei komplett neue Salate. Einmal ein Salarico und ein Salaverde. Außergewöhnlich gut, sage ich aber gleich noch was dazu. Ich habe mir gedacht, ich mache drei verschiedene kleine Vorspeisen mit einem Dip. Ich habe hier rote, gelbe Paprika, Salatgurke, vielleicht ein bisschen Zwiebel, klein geschnitten, ein Stückchen Tomatensaft dazugeben, kann man ja überall kaufen. Das hier auch ein bisschen abschmecken, Salz, Pfeffer habe ich schon dabei. Und jetzt das Ganze hier in so einen Whisky-Tumbler oder in irgendein Glas geben. So, das ist nämlich ideal, was ich Ihnen zeige für die Stehparty hier um die Ecke. Salarico ist ein Salat, der unglaublich lange haltbar ist, der richtig knackig ist, gut schmeckt und vor allen Dingen, Sie haben 0,0 Abfall. Nehmen Sie den Salat, brechen Sie den in so Stücke und stecken den jetzt wirklich so schön in den Dip rein. Und dann kann man nachher diesen Salat schön genießen. Und man hat kulinarischen Genuss, verspreche ich Ihnen. Toller Geschmack und ideal so als kleine vegetarische Vorspeise. Die zweite Variante, die ich Ihnen zeige, ist ein schöner Dip. Wieder gesund, aber sehr, sehr, sehr lecker. Mit bisschen Joghurt. Ein Spitzerchen Limettensaft. Und reichlich, ganz wichtig, reichlich frisch geriebenen Ingwer. Geht am besten auf so einer Reibe. Man kann den Ingwer natürlich auch schneiden, aber so kommen die ätherischen Öle deutlich besser zur Geltung. Schön, richtig viel dazugeben. Dann hier das deutschen liebstes Gewürz, frische Chili. Die Chili halbieren, die Samenkerne und die Samenwände ein bisschen auskratzen und die Chili dann in feine kleine Würfel schneiden. So. Dann hat man nämlich ein ausgewogenes Verhältnis von Säure und Schärfe. Das Ganze kommt hier noch dazu. Hier, von mir gibt es noch ein bisschen Salz hier mit rein. Und jetzt ist der zweite Dip fertig. Manchmal sind die kulinarischen Hochgenüsse auch ganz, ganz, ganz einfach herzustellen. Wie dieser Ingwer-Chili-Dip mit Salaverde. Knackig frisch, lange haltbar. Kein Abfall, kein Verlust. Sie können den Salat auch wirklich sehr gut schneiden und in so ja, kleine handliche Stücke verpacken. Wieder in das Glas rein. Bisschen schön arrangieren mit Liebe. Bisschen schräg schneiden vielleicht das Ganze. Und jetzt ist der zweite Dip fertig. Ja? Und das Glas kann man ja optimal hier zum Stehempfang nutzen. Salat eintunken, abbeißen und richtig lecker. Jetzt kommt das Highlight. Nehmen Sie einen ganz normalen, handelsüblichen Wrap. Weizentortilla. Geben ein bisschen Frischkäse drauf. Das geht alles nicht so genau. Ja? Einfach so einen Löffel Frischkäse drauf. Vielleicht ein bisschen rote Paprika noch dazu. Und ein schön kross gebratenes Hähnchenbrustfilet. Ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann natürlich unseren Salat, Salarico und ein bisschen was von dem Salaverde dazu. Also beide Salatvarianten und schauen Sie mal, das ganze Blatt können Sie verwenden. Kein Abfall, haltbar und top Geschmack. So, und obendrauf, wenn man möchte, könnte man gerne ein bisschen Hähnchenbrustfilet nehmen. Ich habe die hier schon ein bisschen angebraten. So, jetzt wird das Ganze gefaltet. Einmal rechts, einmal links und dann schön eng gedreht, bisschen in Form gebracht und jetzt am besten diagonal schneiden. Jetzt hat man eine schöne Schnittkante und das Ganze kann man jetzt auch wirklich gut mit dem Salat servieren, am besten in so einem Glas. Drei Vorspeisen mit zwei Top-Salaten, Salaverde und Salarico. Probieren Sie es aus, bin mir sicher, Sie sind begeistert. Okay, wir sehen uns, Ihr Christian Henze.